Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch alle hier im Saal und auch alle, die zu Hause zuschauen. Gott segne euch beim Zuhören, beim Mitbeten und Mitsingen. Gott segne auch Christoph Hens, der uns heute die Predigt hält. Vielen Dank. Und vielen Dank auch Hans-Peter, dass du nach dem Gospel-Gottesdienst gestern Abend heute schon wieder am Klavier sitzt. Prima, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Ich wusste es nicht. Heute beginnt die ökumenische Friedensdekade. Sie findet jedes Jahr in den 10 Tagen vor dem Buß- und Bettag statt. Da sie 10 Tage umfasst, heißt sie eben Dekade. Die Aktionen, die umfassen Themen und Gebete rund um Frieden. Wir haben gerade schon ein Intro gehört, Friede mit dir, hat gepasst. Frieden brauchen wir in der Welt, in unseren Gemeinden, in Familien und auch jeder persönlich. Wie wäre es, nur mal so ein Gedankenanstoß, wenn jeder in diesen 10 Tagen besonders um Frieden beten und sich um Frieden bemühen würde? Was könnte dann entstehen? Dazu passend lese ich den Lehrtext aus den Losungen. Er steht in Kolosser 3, Vers 13. Ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Damit beginnen wir den Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet, wenn es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, du hast uns so viel vergeben. Wir danken dir dafür und geben dir die Ehre, denn es hat dich sehr viel gekostet. Bitte hilf uns, dass wir auch anderen vergeben können, dass wir in Frieden miteinander leben können. Wir bitten dich für die Menschen, die Krieg und Unfrieden gerade besonders erleben, dass du ihnen deinen Frieden schenkst, der größer ist als alles. Erinnere Menschen überall auf der Welt daran, dass sie im Gebet zu dir kommen können und dass du ihre Zuflucht sein willst. Wir bitten dich auch für die alten und kranken Geschwister, dass sie im Gespräch mit dir getröstet werden und aufgerichtet werden. Und jetzt bitten wir dich um deinen Segen für diesen Gottesdienst. Amen. Wir singen zu Anfang 2 Lieder und sammeln vorher die Kollekte ein. Thank you.
Guten Morgen. Ich möchte einige Infos weitergeben. Am kommenden Sonntag, den 19.11.23, ist Volkstrauertag. Den wollen wir hier in Form eines gemeinsamen Gottesdienstes mit der evangelischen Kirchengemeinde hier im Saal begehen. Beginn ist um 10.30 Uhr und ich möchte euch alle dazu ganz herzlich einladen. Die Helferliste für den Weihnachtsmarkt in Lixfeld liegt nach wie vor draußen im Foyer zum weiteren Eintragen. Dann habe ich eben noch etwas entdeckt, das möchte ich weitergeben, und zwar findet ja am Dienstag, dem 28. November um 19 Uhr die Gemeindeversammlung hier statt. Die Einladungen liegen hinten in den Fächern. Nur der Termin ist da hinten falsch eingetragen, nicht im Mai, sondern jetzt im November. Aber der Tag und der Dienstag ist das Gleiche, schreibt es euch auf, aber ich denke, das kann man gut behalten. Also es ist noch in diesem November und am 28., was jetzt hier falsch deklariert ist. Ja, Tagesordnung, wie gehabt, könnt ihr aus der Einladung entnehmen. Infos aus der Gemeindeleitung und Interessengruppen und Infos vom Musikteam. Vielleicht interessiert das euch ja auch. Denn wir versuchen jetzt auch öfter, so in einem Rhythmus von 2 Wochen, immer hier vorne auch zu singen und den Gottesdienst zur Ehre Gottes mitzugestalten. Niederlage, die lässt es ab, ja, so wie
lese uns eine kurze Geschichte aus dem Buch von Axel Kühne. Während ein Techniker vom Störungsdienst das Telefon repariert, unterhalten sich im Arbeitszimmer des Pfarrers drei Geistliche über die richtige Gebetshaltung. Der eine meint, im Knien ließe es sich am besten beten. Das wäre die einzige richtige Haltung vor Gott. Der andere erklärt, dass er am besten im Stehen betet und dazu die Hände flehend zu Gott erhebt. So würde die Sehnsucht und Bedürftigkeit am deutlichsten ausgedrückt. Der dritte ist anderer Meinung. Für ihn ist die richtige Gebetshaltung, auf dem Boden ausgestreckt vor Gott zu liegen, so wie es in der Bibel steht, dass Menschen im Gebet vor Gott liegen. Da mischt sich der Fernmeldetechniker ein und sagt, also ich habe am besten gebetet, als ich einmal mit dem Kopf nach unten in einem Telefonmast hing. Warum hat er da am besten gebetet? Weil es ihm da völlig ernst war im Gebet. Egal wo, egal wie und egal wann. Ich lese uns einen Text aus Jakobus 5, die Verse 13 bis 18, die auch der Predigt dann zugrunde liegen, aus der neuen evangelistischen Übersetzung lese ich. Wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Ist jemand voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie im Namen des Herrn mit Öl einreiben und über ihm beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Elia war genauso ein Mensch wie wir. Als er einmal dringend betete, dass es nicht regnen solle, da regnete es 3,5 Jahre lang nicht mehr im Land. Er betete noch einmal, da schenkte der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Soweit der Text. Wir singen noch ein Lied und hören dann die Predigt. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute geht es um den Abschluss des Jakobusbriefes und das Ganze unter der Fragestellung Beten in jeder Lebenslage. Unser Fernmeldetechniker weiß, wovon er geredet hat. Und im Grunde genommen ist es auch das, wo wir gleich auch nochmal drauf kommen, nämlich das, was in Jakobus 5 steht. Jakobus 5 ist ja im Grunde genommen so eine Sache, wo man sagt, ja, also ne, Jakobus 5 beinhaltet Älteste rufen, wenn es nicht mehr geht. Aber was das Inhaltliche dabei ist, da möchte ich gerne mit euch heute Morgen mal ein wenig nachdenken. Und wenn wir diesen ersten Vers aus Jakobus 5 uns nochmal betrachten, dann heißt es, wenn jemand leidet oder Schweres zu ertragen hat, je nachdem, welche Übertragung man hat, dann ist dieses Leiden im Grunde genommen nicht nur körperlicher Art. Oftmals beschränken wir das auf das Körperliche. Also wenn jemand krank ist, der rufe die Ältesten. Aber dieses Wort im Griechischen, ein wenig lustig, kakopateo, dieses Wort beinhaltet mehr als nur das körperliche Leiden, sondern es umschließt den Menschen im Gesamten. Das heißt im Grunde genommen, egal welche Grundlage dafür da ist, dass du leidest, dann kannst du das machen. Also eine völlig andere Perspektive, als wir es vielleicht für uns so haben. Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Also all das, was dich belastet, all das, was dir Not macht, das fasse in ein Gebet zusammen. Und dieses Gebet ist mehr als nur ein Gebet, wenn man das so sagt, Gebet, ja, Kopf nach unten senken, da kommt unser Fernmeldetechniker wieder zur Geltung. Als er kopfüber an einem Telefonmast hing, dann hat er nicht nur einfach so gebetet. Dann war das, was ihn Not gemacht hat, so existenziell und so heftig und so unmittelbar, dass man fast sagen kann, dann hat er nicht gebetet, dann hat er gefleht. Und das gleiche Wort finden wir halt auch im Johannes 17, in Gethsemane, beziehungsweise im Lukas-Evangelium, wo Jesus in Gethsemane ist. Und wir kennen dieses Ringen, wir kennen das, was dort sich abgespielt hat, zumindest ansatzweise, dass es zum Beispiel heißt im Lukas-Evangelium, dass es ihm der Schweiß von der Stirn rief wie Blutstropfen. Und die Mediziner wissen das, da wo ein Mensch unter einem enormen Stress steht, da platzen die oberen Kapillaren in der Haut und treten mit Schweiß aus. Das heißt also, es war ein Flehen, es war ein Ringen, es war ein sich hineingeben wollen und doch nicht können in das, was Gott vorhatte. Und wir kennen diese Geschichte von Jesus in Gethsemane. Und da sagt Paulus im Grunde genommen, wenn das so ist, dann kann das so sein, dass Leiden vielleicht an den Punkt bringt, dass du nicht mehr geordnet betest. Und da kommen auch unsere drei anderen Theologen wieder zum Vorschein, was ist ein richtiges Gebet? Das ist völlig Schnurz. Es ist wichtig, dass das Gebet da ist. Im Leid, in dem, was wir macht. Und das andere, was Paulus sagt, guten Mutes sein, dieses griechische Wort, eutoneo, heißt im Grunde genommen unter gutem Dampf stehen. Also da, wo richtig was los ist, da, wo ein Mensch einfach durchs Leben geht. Und es gibt ja so Menschen, da hat man das Gefühl, ne, die haben irgendwie die Sonnenseite des Lebens gepachtet. Und Paulus sagt, Jakobus sagt, und es ist wichtig, dass wenn du das hast, dann singe Psalmen. Dann lobe Gott, dann adressiere das, was dir an Gutem passiert, adressiere dahin, woher es kommt. Und das ist auch so eine Beobachtung in unserer Gesellschaft, dass wir oft sagen, dann wo es schwierig wird, da sind wir schnell, sage ich mal in Anführungszeichen wir, tut da vielleicht manchen Unrecht, aber da sind wir schnell beim Gebet. Also dabei, dass wir sagen, wenn es uns schlecht geht, dann Gott. Wenn es uns gut geht, hey, habe ich doch verdient. Ist doch meine Sache. Ist doch selbstverständlich. Und Jakobus sagt, Leute, lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen, sondern beides
hat eine Adresse. Und diese Adresse ist der allmächtige Gott selbst, auch wenn es ums Leiden geht. Und deshalb will er in beiden Sachen etwas, nämlich etwas vorbeugen. Da, wo Menschen leiden und dieses Leid keine Adressaten findet, da kann es sein, dass man bitter wird oder verzweifelt. Jeder, der für sich bleibt mit seinem Leid, wird irgendwann entweder körperlich krank oder seelisch krank. Er wird entweder depressiv oder aggressiv. Es muss irgendwo einen Adressaten haben. Und dieser Adressat, sagt Jakobus, ist natürlich auch ein Mensch, da kommen wir gleich noch drauf, aber vor allen Dingen ist es der allmächtige Gott, der eben keine Sprechstunde hat und wo ich nicht in die Hotline komme und sage, bitte warten, bitte warten, bitte warten, sondern der hat ein Ohr für mich, um mir zu helfen. Vielleicht nicht in dem Sinne, als dass es richtig gut ausgeht, aber dass das, was in mir ist, was mich beschäftigt, dass das, was mir Not macht, einen Adressaten findet. Wir haben übrigens letzte Woche oder diese Woche Mittwoch oder vergangene Woche Mittwoch im Hauskreis darüber gesprochen. Da ging es ja um das Buch Hiob. Und Hiob ist für mich so ein Beispiel dafür, ein Mensch, ihr kennt ja seine Geschichte, wahrscheinlich relativ viele von euch, der kommt ja an den Punkt, wo der echt nicht mehr kann, wo der den Tag seiner Geburt verflucht. Und dann hat die gute Nachricht eine Übertragung, die ich sehr passend finde, in Hiob 16, Vers 20, da ist es nämlich so, dass Hiob sagt, doch unter Tränen blicke ich hin zu Gott, Gott, der mein Freund ist, muss mir Recht verschaffen und Gott den Feind in seine Schranken weisen. Wir haben darüber gesprochen. Es war ganz ungewöhnlich. Wie? Gott der Freund, Gott der Feind. Und das ist, kann Leid, bei Leid passieren, dass ich den Gott, den ich vorher kannte, also Luther sprach von diesem abgewandten Gott, ne, diesen uns unbekannten Gott, dass ich in einem Leitsituation an einen Punkt komme, wo ich sage, Gott, ich verstehe dich nicht. Ich werde vielleicht sogar an dir irre. Aber dann nicht diesen logischen Schluss zu machen, mich rumzudrehen und wegzugehen, sondern Hiob macht genau das, was Jakobus meines Erachtens nach hier sagt. Er nimmt das, was er an Gott nicht versteht, und legt es dem Gott zu Füßen, den er bisher so verstanden hat. Er bleibt also Gott zugewandt, in allem Nichtverstehen, in allen Fragen und auch in all dem, was vielleicht nicht kommen wird, er sich aber so sehr wünscht. Und da sehe ich diese Parallele zu Jakobus und zu Hiob, dass er sagt, das ist im Grunde genommen, Leute, wenn ihr leidet, dann macht nicht den menschlich Verständlichen, aber diesen fatalen Schluss, dreht euch rum und geht. Sondern schmeißt es, ich sage das mal so, schmeißt es Gott zu Füßen. Und zwar dem, den ihr bisher verstanden habt, aber bleibt ihm zugewandt. Und das andere ist eben das, gutes Erleben kann oberflächlich machen, dass deshalb sollte man auch Gott die Dinge benennen, wofür wir dankbar sind. Weil ich glaube, es ist gut, auch in unseren Tagen Dankbarkeit nicht zu vergessen, bei allem, worüber wir klagen könnten. Aber Dankbarkeit nicht vergessen. Der Volksmund hat gesagt, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Und da ist was dran, dass wir die Dinge, die wir gerne empfangen, an denen wir uns freuen können, ich glaube, wir haben hier bei uns wirklich noch ganz, ganz viel. Und ich muss mich auch immer wieder daran erinnern lassen, weil das andere ist so übermächtig, das, was nicht ist, das, was nicht mehr ist oder das, was vielleicht sein sollte. Aber gemessen an vielen, vielen, vielen Menschen haben wir ganz viel Grund zu danken und das sollten wir nicht vergessen. Jakobus sagt, in Freud und Leid, da sollt ihr Danke sagen. Und das ist wichtig. Und dann nimmt er ein Kapitel aus Leid und beleuchtet es näher. Und da kommen wir zu dem Thema Krankheit.
Krankheit, das griechische Wort, schwach, bettlägerig, ich kann nichts mehr tun, ich muss etwas aushalten, was ich auf der einen Seite nicht aushalten kann, aber ich muss es auch bewusst aushalten. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in den Namen des Herrn. Wenn man das theologische Wörterbuch mal bemüht, um dieses Wort zu ergründen, dann heißt es, es umfasst die physische, psychische, soziale und wirtschaftliche Schwäche oder Unvermögen. Auch hier, merkt ihr, es ist mehr als nur körperlich krank zu sein. Es ist der gesamte Mensch, der etwas erleben kann, auf welchen Gründen auch immer, der an einen Punkt kommt und sagt, ich kann nicht mehr. Es ist wirklich zu viel. Es betrifft alle Umstände des Menschseins. Und dann sagt Jakobus, dann rufe die Ältesten. Ruf die Gemeindeleitung. Aber ich möchte das ein wenig ausdehnen. Damals hieß es die Ältesten, aber ich glaube, es müssen nicht immer unbedingt die Ältesten sein. Es müssen Menschen sein, da kommen wir gleich noch zu, die nicht unbedingt Fähigkeiten haben, aber die einfach im Leben, im geistlichen Leben stehen und die auch ein Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin sein können. Und es ist keine Besonderheit. Ich erlebe es oftmals so, dass wenn wir gerufen werden, das nicht immer, aber oft so ist, das ist der letzte Ausweg. So wie die Krankenhausseelsorger, wenn die Medizin am Ende ist, oft mit eingebunden werden und sagen, das ist jetzt ein Fall für den Seelsorger, jetzt geht es ans Sterben, also jetzt geht es, ne? Es ist dein Bereich. Als ich in Amerika gewesen bin und dieses Jahr im Krankenhaus gearbeitet habe, habe ich das erlebt, was fand ich total genial, also Teil des medizinischen Teams zu sein. Bei Stationsbesprechungen dabei, bei ganz vielen Sachen. Das heißt, einer von uns als der sogenannte Chaplain, der war immer gegenwärtig. Natürlich auch dann, wenn es ums Sterben ging, aber auch dann, wenn es ums Leben ging. Und das ist das, was Jakobus hier sagt. Beschränkt es nicht auf das, wenn ihr gar nicht mehr weiterkommt, sondern wartet erst gar nicht so lange, bis es an den Punkt gekommen ist. Holt die Leute vorher mit ins Boot. Habt einen Ansprechpartner. Und da zeigt es sich einfach, ob man auch in Gemeinde zu Hause ist, ob man das macht. Und ich glaube, da gibt es etwas wiederzuentdecken, dass es eben keine Ausnahme ist, kein spezieller Fall. Oder dass ich für mich sagen muss, also ja, jetzt muss ich die Ältesten rufen. Also so weit kommt es noch. Also ihr wisst, was ich meine. Es ist ganz normal zu sagen, hey, kommt. Oder zu einem Menschen zu gehen und sagen, du pass mal auf, so sieht's aus. Die Gründe habe ich eben schon genannt. Und interessanterweise geht die Initiative vom Kranken aus. Also von dem, der in Not ist und nicht unbedingt, ich sage das mal so ein bisschen provokativ, dass die Ältesten durch die Gemeinde scannen und gucken nach dem Gesichtsausdruck, könnte da was sein und dann ansprechen, also auf der Suche sind nach denen, die das betrifft, sondern andersherum wird ein Schuh draus, nämlich dass die Leute, die Not erleben, das offenlegen und auf die anderen zugehen. Erfahrungen habe ich auch schon gemacht, dass Leute gelitten haben, aber nichts sagten. Und am Ende stand dann so der leise Vorwurf im Raum, wo wart ihr denn? Und auf die Rückfrage, hätten wir es wissen können, oftmals dann ein Nein kommt. Ich habe es ja nicht gesagt. Und ihr merkt, es ist wirklich ein offenes Miteinander. Und Leid hat seinen Platz auch und vor allen Dingen in der Gemeinde. Und das da für mich gehört auch dazu zu sagen, Leute, wenn irgendjemand im Krankenhaus liegt, wenn irgendjemand an einem Punkt kommt oder Gebet braucht oder was weiß ich, dass man das auch als Gemeinde weiß und mitträgt. Es ist keine Schande. Es ist Teil des Lebens.
Und je älter ich werde, umso mehr erlebe ich diesen Teil des Lebens. Von daher Mut, offen zu sein, die Dinge anzusprechen und zu sagen, Leute, kommt, lasst uns miteinander diese Dinge tragen. Und es ist auch keine spezielle Begabung für die Leute oder die Ältesten notwendig. Gebet des Glaubens, das ist oft so eine Spur, wo man sich leicht verlaufen kann. Also ich muss das Gebet des Glaubens haben und wenn das bei dem oder der Betreffenden nichts bewirkt, dann lag es an mir. Völlig falscher Weg. Ich habe dahin geschrieben, Markus 2, das ist diese Geschichte, wo die vier Freunde den Gelähmten zu Jesus bringen. Das ist für mich so ein Bild des Glaubens. Der konnte nicht laufen. Und dann hat man ihn einfach in diese Decke gepackt oder auf diese Decke und dann zu Jesus getragen. Und das ist für mich dieses Bild des Gebets des Glaubens, dass ich sage, ich bringe dich, der du vielleicht das im Augenblick nicht kannst, zu dem, an den wir beide glauben. Ich stehe für dich ein. Ich sag's mal so ein bisschen, ich glaube an dem Punkt für dich mit, wenn du vielleicht nicht mehr glauben kannst, dass da eine Anlaufstelle ist, aus welchen Gründen auch immer. Und das verbinde ich mit diesem Gebet des Glaubens, also nicht der oder die betet, sondern die Adresse, dieser Jesus auch in der Lage ist, hier zu helfen. Und das kann eine ganz einfache Sache sein, wie bei den Freunden, ihn Jesus vor die Füße zu legen, im Gebet und zu sagen, Jesus, so sieht's aus. Füreinander da sein. Stellvertretend Glauben übrig haben und letzten Endes dann auch dem anderen das so deutlich machen. Ich weiß nicht, wer das von euch schon einmal erlebt hat, aber das ist eine unheimliche Erleichterung, wenn da jemand an meiner Seite ist, der Dinge sagen kann und für mich glauben kann, wenn ich es nicht mehr kann. Und das ist ganz wichtig. Aber dazu brauchst du eben die Offenheit. Und das, wie gesagt, Leiden oder Schwachheit in welchen Punkten auch keine Schande ist. Es gehört zum Leben dazu. Die Ältesten rufen und dann geht es darum, dass das Gebet der Ältesten über ihm beten steht dort. Ich verbinde das oft mit Handauflegung, dass man, ich weiß, seit diesen ganzen Vorfällen mit was weiß ich, wo Dinge gelaufen sind, die nicht so gut waren, ist man mit körperlicher Nähe, muss man vorsichtig sein, auch in unseren Kreisen, auch gesellschaftlich. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass manchmal eine Berührung aus einer guten Motivation heraus nicht zu ersetzen ist. Wenn da jemand ist und weint und ich gehe zu ihm, dann kann ich den volltexten ohne Ende. Ich kann aber auch mich neben ihm hinsetzen und kann ihm oder ihr die Hand auf die Schulter legen, kann vielleicht auch fragen, kann ich dich mal in den Arm nehmen? Und so ist es für den Leidenden wichtig, dass er diesen Körperkontakt spürt. Das ist zumindest meine Einschätzung. Weil das, was dann gesagt wird, ist etwas, was man fühlt. So wie beim Abendmahl. Die Worte, die Jesus gesagt hat und das, was ich zu mir nehme, ich kann es schmecken, ich kann es fühlen, unterstützend und vielleicht sogar auch noch mehr helfend. Dass die Hand und den Kontakt, den ich spüre, das, was gesagt wird, unterstützt und ich so als Mensch einfach das Gefühl habe, ja, ich höre nicht nur, sondern ich bin ganzheitlich, ich nehme auch etwas wahr, das, was wichtig ist. Mit Ölsalben, das kennen wir aus dem Alten Testament, wenn Könige eingesetzt worden sind, wenn Propheten eingesetzt worden sind, dann oftmals war das mit diesem Ölsalben verbunden und dieses Ölsalben ist ein Zeichen der Nähe Gottes. Ein Zeichen für den oder die, die dort an diesem Punkt leidet. Dein Leiden trennt dich nicht von deinem Gott. Dein Leiden und das damit verbundene vielleicht auch, was du sagst, was du vielleicht auch gesagt hast, das trennt dich nicht von deinem Gott.
das Zeichen, oft auch das ist Kreuzzeichen mit Öl auf der Stirn, ein unterstützendes Gott ist hier mit dir dabei, so wie wir mit dir dabei sind. Und es geschieht im Namen des Herrn, auch da nochmal die Verantwortung, sage ich mal, ein Stück weit weg von den Personen, die angesprochen werden. Wir sind es nicht, die es machen. Es ist Jesus, der es macht. Und es ist der, er hat uns das ja auch durch Jakobus geboten. Er ist der, der dahinter steckt. Der kann, der Möglichkeiten hat. Seine Kraft ist die Basis, sowohl für den, der kommt, als auch für den, der die Hilfe braucht. Es gibt keine heroischen Glaubenshelden, die kommen mit dem S auf der Brust und alles ist gut. Und das macht gleich auch nochmal ein anderer Punkt deutlich. Und ich finde, es ist sehr interessant, dass Jakobus hier nicht im Konjunktiv spricht. Er sagt nicht, das Gebet der Ältesten könnte etwas bewirken. Er sagt, es bewirkt etwas. Und dann nimmt er zwei Worte, nämlich retten und aufrichten. Warum sagt er nicht gesund werden? Hätte er ja auch sagen können. Das Gebet der Ältesten bewirkt, dass der oder die gesund wird. Sagt er nicht. Er sagt retten und er sagt aufrichten. Und ich glaube, das ist auch bewusst, weil diese Worte eben zwei Dimensionen in sich beinhalten. Und zwar dieses Retten, das kann sein, dass es wirklich etwas passiert. Im Sinne von, dem Menschen wird das Leben gerettet. Das Biologische, es wird verlängert. Gott schenkt Heilung. Aber dieses Retten bedeutet aber auch, Retten im Sinne von, bei Gott ankommen, hat diese beiden Perspektiven. Genau wie das Aufrichten. Ich muss an die Freundin meiner Frau denken, an die Michaela, die mit 40 Jahren an Brustkrebs gestorben ist. Die hat am letzten oder in der Woche bevor die starb, hat sie gesagt, ich weiß, dass Jesus mich gesund machen kann. Ich weiß das. Es ist nicht passiert. Und trotzdem ist das Wort, das Jakobus hier gebraucht, für sie zutreffend, weil sie gerettet wurde. Nicht in diesem Leben, aber in dem, was kommt. Und das macht für mich deutlich, auf der einen Seite, ich komme zu Gott und bitte, Gebet des Glaubens. Ich weiß, dass du das machen kannst, dass du die Kraft hast und auch all das, was an Vermögen da ist, um dieses Wunder geschehen zu lassen. Und trotzdem bleibt am Ende dieser Satz, der nicht das Erste negiert. Aber wenn ich Jesus mir angucke, der sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, Kampf innerlich bis zum Letzten. Und dann sagt er etwas, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das bleibt am Ende auch bei dem Gebet für den oder die, die schwach sind, die krank sind. Das bleibt. Und da haben wir Deutschen ein Problem, dass wir sagen, ja was denn jetzt? Also entweder oder. Also entweder gehe ich jetzt dahin und erwarte, dass der Mensch gesund wird, oder ich sage, naja, dein Wille geschehe, dann ist ja sowieso alles offen. Die Bibel macht einen sowohl als auch. Mit der Erwartung zu kommen und zu sagen, ich weiß, dass du das kannst. Und auch vielleicht den Glauben zu haben, ich wünsche mir das. Und auf der anderen Seite aber dann auch zu sagen, aber ich habe nicht den Überblick. Ich weiß es nicht. Es bleibt offen. Ob Gott heilt, ob Gott körperlich heilt im Sinne von, dass er gesund wird, bleibt offen. Aber Jakobus sagt, es wird etwas ausrichten. Und wenn es, sage ich mal, in der Perspektive erst ist, bei dem, was Jesus einmal tun wird, sein Reich aufrichten, ich weiß es nicht. Aber er nimmt das und sagt, es wird etwas bewirken.
Und ich darf mal dieses Beispiel von uns nennen. Ihr wisst um die Problematik bei Iris. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, das ist schon Jahre her, und die Person sagte dann, wir beten so sehr dafür, dass etwas passiert und nichts passiert. Und dann habe ich gesagt, es passiert nicht das, was wir uns alle wünschen. Aber dass sie heute hier so sitzt und dass sie noch so diese Freude am Leben hat. Ist es normal? Für mich nicht. Also Gott hat etwas getan. Nicht das, was wir uns äußerlich gewünscht haben, aber dass sie einfach diese Lebensfreude und diesen Lebensmut noch hat und auch so das tägliche Leben in dem Sinne bestreitet, das ist nicht normal. Ich habe gestern noch zu jemandem gesagt, gestern Abend nach dem Konzert, jemanden getroffen, wenn das nicht wäre, ich würde wahrscheinlich jede Woche nach Herborn fahren, um sie dort zu besuchen. Das ist nicht normal. Und ihr merkt, wie ambivalent dieses Wort retten ist. Aber, und das erleben wir, haben wir erlebt, dass Gott Dinge tut. Punkt. Und ein Teil davon ist Vergebung, heil werden. Auch da kann man leicht auf eine falsche Spur kommen. Wenn Jakobus sagt, und wenn er Sünde begangen hat, dann soll die Sünde ihm vergeben werden. Also Sünde und Krankheit hängt zusammen. Und dann muss man wiederum auch Jesus mal befragen, Johannes 9, wo er ganz deutlich sagt, weder er noch seine Eltern haben gesündigt und trotzdem war der Mann krank. Weil dieser Tun-Ergehens-Zusammenhang ganz stark da war. Machst du Gutes, wirst du gesegnet, machst du Schlechtes, kriegst du einen auf den Ref und Krankheit oder was weiß ich. Und Jesus sagt, nein, so ist es nicht. Manche Dinge passieren, ohne dass jemand schuldig ist. Schuld kann eine Möglichkeit sein, muss aber nicht. Und da muss man ganz genau hingucken. Wenn aber Schuld eine Möglichkeit ist, dann ist es wichtig, das zu benennen. Und ihm wird vergeben werden, dieser Person. Aber er sagt, auch einander die Sünden bekennen. Also wenn es in diesem Gespräch deutlich wird, dass da eine Person vielleicht vor mir sitzt, die mich gerufen hat und ich merke, ups, wir kommen ja gar nicht so gut miteinander aus, dann ist es auch gut zu sagen, pass mal auf, ich bin genauso ein Sünder wie du auch und ich lebe von der Vergebung der Gnade, so wie du auch. Und ich muss dir sagen, der und der Punkt, da bitte ich dich auch um Vergebung. Das kann passieren. Ist mir auch schon passiert. Und dann ist es wichtig, das zu benennen, damit die Dinge nicht im Raum stehen und dem entgegenstehen, was Jesus machen will. Dieses inständige Gebet oder ernste Gebet ist für mich wiederum wie beim Gebet des Glaubens, also eine innere Haltung. Wie gehe ich zu Jesus? Wie sind die vier Freunde zu Jesus gegangen? Es vermag viel, dieses Gebet, so wie Jakobus sagt, aber ich finde auch, man muss gucken, er schreibt nicht, es vermag alles. Das heißt, dieser Rest ist immer noch in Gottes Hand. Und eine Seitbemerkung dazu, deshalb kann ich als Mensch wenig oder als Pastor auch wenig mit diesen sogenannten großen Heilungsveranstaltungen anfangen. Weil da bestimme ich Zeit und Ort, wo Gott heilt. Oder hoffe, dass er dann heilt. Gott sei Dank passieren da Dinge, muss man sagen. Aber von dem Ansatz her, und das, was Jakobus hier sagt, ist es immer noch Gott überlassen, ob er das tut oder nicht. Und diese Offenheit muss bleiben, auch in dem, wie wir damit umgehen. Und er nennt den Beispiel Elia, einer von uns, für uns ist Elia der Prophet, einer der Propheten im Alten Testament, dieser auf dem Karmel, 450 Baalspriester und alles Mögliche, aber ein Mensch wie du und ich. Ein Mensch, der seinen Diener schickt, um zu gucken, ob Wolken am Himmel sind, weil er gebetet hat. Er rechnet mit der Antwort Gottes.
Ein Mensch, der ernsthaft glaubt und einer, der ein, sag ich mal, ein Stück weit ungeteiltes Herz hat in diesem Augenblick, wo er sagt, ich habe gebetet und ich rechne damit, dass Gott antwortet. Und noch ein paar abschließende Gedanken, die für mich noch wichtig sind. Im Grunde genommen sagt Jakobus, wenn ich das richtig verstehe, so wie Jesus für uns eingestanden ist, für dich und mich, lasst uns genauso oder in ähnlicher Form, nicht genauso, geht ja nicht, in ähnlicher Form auch für den anderen einstehen, weil wir das erlebt haben. Stellvertretung für ihn oder sie ein Stück weit zu glauben, für ihn oder sie die Last vor Jesus zu legen, eintretend für und heil werden am Ende der Betrachtung, sei mal, des Jakobusbriefes, ist es wichtig, das nicht nur auf diese paar Verse zu begrenzen, sondern heil werden ist ja mehr als gesund werden. Heil werden heißt auch Kapitel 1 bis 4, da wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben. Wenn es um Versuchung geht, wenn es ums Reden geht, wenn es um den Glauben geht, wenn es um Unfrieden in der Gemeinde geht. Heil werden beinhaltet letztendlich Kapitel 1 bis 5 und da dran zu bleiben. Miteinander auf dem Weg zu sein. Und dieses Rezept umschließt den ganzen Menschen wohlwissend, dass das letztliche Heil hier nicht eintreten wird, sondern das letztliche Heil einmal bei Jesus sein wird, wo es umfassend ist in der Art und Weise, dass da nichts mehr dran zu mäkeln ist. Auch für uns Deutschen nicht. Dann ist es umfassend. Und daraufhin sagt Jakobus, da leben wir drauf zu. Und bis es soweit ist, und das ist das Schöne, ist Heil immer wieder auch hier zu erleben, wenn auch nur zeichenhaft. Und noch ein Satz, lasst uns nicht einen logischen Schluss ziehen. Bei ihr hat er es gemacht, bei ihm muss er es auch machen. Das wird meistens schief. Es passiert. Es passiert. Seien wir dankbar dafür, dass es passiert. Loben wir Gott. Hoffen wir, dass es auch bei ihm oder ihr passiert. Wohlwissend, dass wir ihn nicht in der Hand haben. Aber wir dürfen kommen mit dem, was unser Herzensanliegen ist. Und es ihm sagen und darauf vertrauen, er wird helfen. Wie immer das auch aussieht. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir für diese kurzen Verse. Und du kennst uns Menschen. Du kennst auch die, die jetzt hier zuhören oder später zuhören werden, die vielleicht an der einen oder anderen Sache in ihrem Leben hängen und genau sich das wünschen, dass du etwas tust im Sinne von gesund werden. Herr Jesus, und ich bitte dich, gerade für diese Menschen, Herr, dass du ihnen begegnest, dass das, was so vordergründig notwendig ist, Herr, dass du das adressierst. Und wir kennen Geschichten aus der Bibel, wo die Begegnung mit dir manches auch relativiert, ohne zu sagen, dass alles gut wird. Danke dafür, dass du jeden Einzelnen kennst und jede Einzelne. Du kennst unseren Weg, du kennst unseren Ort, an dem wir stehen. Und ich danke dir dafür, dass du auch den Weg kennst, wie es weitergeht. Und so hilf uns auch als Gemeinde, dass wir wieder zurückfinden, dass es normal ist, miteinander auch über die Dinge zu reden, wo wir nicht stark sind, wo wir die Hilfe notwendig haben, wo wir nicht nur miteinander beten, sondern vielleicht miteinander auch klagen über das, was ist, um dir die Dinge vor die Füße zu legen. Und wir bitten dich auch in dieser Zeit, dass du weiterhin Wunder tust, eingreifst, veränderst, neu machst, all das, was die Bibel sagt. Wir danken dir. Und bitten, dass das, was wichtig ist für uns durch dein Wort, dass es weitergeht und das, was für uns im Augenblick nicht wichtig ist, dass wir es
ruhig auch erstmal ad acta legen können und wo wir Fragen haben, das miteinander auch besprechen. Dir zur Ehre und uns zum Heil. Amen. Lass uns noch einmal singen. Ich bin bei dir. Und so lasst uns in diesen Sonntag gehen, in diese kommende Woche unter dem Segen dessen, der dir das zusagt. Auch wenn wir nicht alles verstehen, ich bin da. Auch wenn du nicht alles verstehst, ich werbe trotzdem um dein Vertrauen in mich und meinen Weg mit dir. Wem es möglich ist, den bitte ich, dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Er wende dir sein Angesicht freundlich zu, gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.
Gott befohlen, eine gute Woche und bis bald.